Hallo liebe Wohnkabinenfreunde, herzlich willkommen zu Wohnkabinen Fakten Nummer 6. Heute geht es um das Thema Slide-Outs bei Wohnkabinen. Eine Slide-Out-Wohnkabine, was ist das? Das ist eine Wohnkabine, bei der ein Teil der Seitenwand herausgefahren werden kann, um im Innenraum den Wohnraum zu vergrößern. Wenn der Slide-Out eingefahren ist, wie wir gerade gesehen haben, ist der Wohnraum in der Kabine total eingeschränkt. Ihr seht hier, wenn ich hereingehe, es ist keine Möglichkeit, sich in der Kabine zu bewegen, da die ganze Sitzgruppe sich komplett in die Kabine reingefahren hat. Bei einer modernen amerikanischen Slide-Out-Kabine lässt sich der Slide-Out elektrisch rausfahren. Das seht ihr jetzt im Hintergrund, die Wand verschwindet hinter mir und dementsprechend vergrößert sich auch der ganze Innenraum. Der Platzgewinn, der ist in der Tat gewaltig. Die Kabine verfügt über eine große Heckküche, hat eben hier eine große, großzügige Sitzgruppe. Da ist sogar noch ein Bett darüber. Und ihr seht auch hier vor dem Kühlschrank, der ja auch recht groß ist, ist richtig viel Bodenfläche. Das Badezimmer ist in dem Fall hier neben der Küche angeordnet, was auch nur dadurch möglich geworden ist, dass eben der Gang durch das Herausfahren der Sitzgruppe sich so maßgeblich verbreitert. Jetzt könnte man ja meinen, Mensch, so ein Slide-Out, das ist die Lösung aller Platzprobleme in so einer Wohnkabine. Warum hat das nicht jede Kabine? Und das ist der Punkt, den zeige ich euch jetzt draußen. Der Slide-Out ist hier rausgefahren zu sehen. Man kann gut erkennen, er vergrößert den Wohnraum deutlich. Aber das sind die zwei wichtigen Punkte. Zum einen seht ihr hier, wir fahren die ganze Seitenwand raus. Das heißt, der Alkoven, der sich eigentlich in die Kabine hinein abstützen und verstärken würde, der hängt hier quasi nur an der einen vorderen Säule. Außerdem addiert der Slide-Out unheimlich viel Gewicht zur Kabine, was zum einen hier unten an den schweren Auszügen liegt, aber auch daran, dass eben zusätzliche Wände und zusätzliches Material dafür gebraucht werden, diesen Slide-Out eben stabil und vor allen Dingen auch vernünftig bewohnbar zu machen. Der Slide-Out ruht auf diesen zwei großen Schienen, die sich natürlich im Innenraum auch fortsetzen. Und um den Slide-Out bewegen zu können, ihr habt ja gerade gesehen, ich habe den elektrisch hin und her gefahren, braucht es auch im Inneren noch etwas Mimik und Mechanik. Hier seht ihr einen Elektromotor, der diese Getriebestange antreibt. Die setzt sich hier im zweiten Staufach fort. Und hier kann man es auch noch mal gut erkennen. Das hier ist der Antrieb, der dem Slide-Out innewohnt. Ein großes Plus ist eben, dass wir außen hier noch diese beiden Staufächer haben. Da haben wir den Tisch und die Stühle drin. Da haben wir einiges an Feuerholz gebunkert. Das ist wieder angenehm am Slide-Out. Aber wir haben hier auch eine Wohnkabine, die insgesamt auf ein Gewicht von 1500 Kilo kommt. Und ich gehe davon aus, dass der Slide-Out selber so mit ca. 200 bis 300 Kilo zu Buche schlägt. Also etwas, was für unsere europäischen Kabinen absolut undenkbar ist. Auch von der ganzen Stabilität, Größe und Mimik ist das ein Riesenaufriss, so ein Teil da reinzubauen. Und ist bei einem Truck, der mit einer Gesamtzuladung vielleicht von 11, 12, 1300 Kilo daherkommt, für mich eine ziemlich undenkbare Geschichte. Die weitere Nummer, die sich im Innenraum auch noch abzeichnet, die man auch nicht außer Acht lassen darf, ist dadurch, dass wir den Slide-Out haben und wir rausfahren über die normale Bordwandhöhe, haben wir das auch hier ganz gut zu sehen. Wir haben eine erhöhte Sitzgruppe und müssen dadurch auch mit der gesamten Kabine höher werden. Das heißt, wir sitzen höhentechnisch, ich zeige es euch mal hier,
wir sitzen höhentechnisch in diesem Bereich. Das heißt, von der Bordwand aus gesehen, muss auch die ganze Kabine insgesamt höher werden. Und das seht ihr hier auch an dem gewaltig hohen Alkoven. Und das macht eben das Fahren dann auch in unseren europäischen Gefilden nochmal schwieriger. Also diese Kabine ist ca. 30 cm höher als eine Kabine, die bei uns in Europa standardmäßig da wäre. Und das ist eben mit auch ein Grund durch den Slide-Out, dass diese Höhe da ist. Ja, jetzt habt ihr einige interessante Sachen zum Thema Slide-Out erfahren. Mal einen Erfahrungsbericht. Wir benutzen den Slide-Out hier jetzt schon seit einer guten Woche. Was mir auch aufgefallen ist, was ein zusätzliches Ding ist bei so einem Slide-Out, die Abdichtung ist oftmals schwierig. Wir haben es hier so, dass wir, wenn wir mit der Kabine unterwegs sind und der Slide-Out reingefahren ist, sich der Slide-Out hier in diesem Bereich immer so ein bisschen öffnet. Das heißt, die Wand sollte eigentlich plan an der Dichtung anliegen. Das macht sie hier nicht. Ihr seht auch hier, er scheuert auch in der Dichtung so ein bisschen. Und auch das ist ein Punkt, neben der Kabine verringerten Stabilität ist es eben auch so, dass der Slide-Out auch ein zusätzliches Risiko bietet für Undichtigkeiten. Insbesondere ist es aber auch noch im Winter zu beachten, wenn wir da unterwegs sind, haben wir natürlich hier auch die Möglichkeit, dass hier mit der Zeit auch Luft eindringen kann. Wobei dieser Slide-Out wirklich gut abgedichtet ist. Wir haben also eine doppelte Dichtungsführung. Wenn hier Wind rein wollte, hätte der es schwer. Hier ist auch nochmal eine Aluminiumkante hinter. Aber nichtsdestotrotz, wenn sowas mal alt wird, wenn sowas mal 10 Jahre alt ist, 15 Jahre alt ist, dann kann das ein zusätzliches Risiko bieten. Ich habe Kabinen auch schon gesehen, wo eben diese Slide-Out-Mimik unten, diese Schubladenteile ausgerissen waren. Ja, das sind so die Punkte, warum ich ganz persönlich sage, eine Kabine ohne Slide-Out ist mir immer lieber. Besser etwas weniger Innenraum haben, dafür eine stabilere Kabine, dafür 200 Kilo mehr, die ich an Zuladung mit einplanen kann, ist für mich persönlich der bessere Weg. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, euch hier zu informieren. Wenn ihr weitere interessante Informationen über Wohnkabinen haben wollt, die Wohnkabinen-Faktenserie beleuchtet immer wieder den ein oder anderen Aspekt im Detail, dann bitte abonniert unseren Kanal, gebt uns ein Like und schaut auch beim nächsten Mal wieder zu. Vielen Dank, euer Jens. So, liebe Leute, einen kleinen Nachtrag habe ich noch zum Thema Slide-Out. Und zwar, wenn man hier um die Wohnkabine rumkommt und hat eine Mütze auf, so wie ich, und sieht diese Ecke hier nicht. Da haben die mich extra darauf hingewiesen bei Fraser Ways. Und das Ergebnis davon, das seht ihr hier. Da habe ich mir eine ganz schöne Macke gestern zugezogen, trotz dass ich die Mütze auf habe. Also auch das ist ein Punkt bei einem Slide-Out, der ist echt zu beachten. Man kann sich ganz schön dran wehtun. Hier ist der große Vorteil, das Teil hat eine Plastikecke und keine scharfe Aluminiumkante. Mit der hätte ich mir wahrscheinlich die Mütze direkt durchgehauen. Ja, so viel zum Thema Slide-Outs.